Der Magier, oder wie hier die Magierin, ist eine altbekannte Klasse für Rollenspieler. Blizzard lässt sich daher auf keine Experimente ein. Ganz klassisch verfügen wir über wenig Rüstung und Lebenspunkte, verteilen aber, meist aus sicherer Entfernung, mächtig Schaden. Um Gegnern mit magischen Geschossen und Blitzen zu Leibe zu rücken, benötigt unser Recke Mana, auch das ist bekannt. Mana-Tränke, um die Zauberressource wieder aufzufüllen, fehlen in Diablo 3 allerdings. Das Mana füllt sich recht flott von alleine auf. Das Repertoire des Magiers in Diablo 3 ist breit gefächert und ganz klar auf Flächenschaden ausgelegt. Nahezu jeder Spruch trifft mehrere Gegner. Beispielgefällig: Die Wave of Force löst eine mächtige Welle magischer Energie aus, die ordentlich Schaden austeilt und Gegner im Umfeld zurückwirft. Schön kombinieren lässt sich dieses Talent mit einer magischen Rüstung wie der Diamond Skin, die Schaden für kurze Zeit absorbiert, und der Fähigkeit Frost Nova. Rüstung aktivieren, in die Gegnerhorde rennen, Frost Nova und Wave of Force auslösen, funktioniert super. Was nach dieser Attacke noch steht, wird mit ein paar Blitzen weggebrutzelt. Alternativ machen wir den Gegnern mit unserem Arcane Orb Feuer unterm Hintern oder lassen den Tornado auf sie los. Die aktiven Fähigkeiten des Magiers sind in drei Kategorien unterteilt. Unter Rapid Cast finden sich Fähigkeiten, die ohne Unterbrechung aktiviert werden können, wie etwa der Kettenblitz Electrocute. Offensive bietet mächtigere Zauber, zum Beispiel die Wave of Force. Allerdings können auch einige Zauber dieser Kategorie wegen der noch nicht vorhandenen Cooldown-Zeiten schnell hintereinander gewirkt werden. Der Arcane Orb wird so zur mächtigen Waffe und vom Energy Twister können wir gleich 4 Exemplare auf einmal auf unsere Gegner loslassen. Allerdings sind die Talente in der Beta ja zum Glück längst nicht final. In der dritten Kategorie Utility finden sich hilfreiche Fähigkeiten wie Schildzauber oder eben die Frost Nova, die Gegner schockfrostet. Zum Schutz trägt unser Magier eine leichte Rüstung. Bekämpft werden kann mit Schwertern und Äxten, empfehlenswert ist das allerdings nicht. In Diablo 3 tragen Magier Zauberstäbe, die in Harry Potter-Manier Geschosse ausspucken. Die zweite Hand belegen Kristallkugeln, die Action-Rollenspiel-typische Boni wie mehr Schaden oder einen höheren Rüstungswert bieten. Alles in allem spielt sich der Magier in Diablo 3 nicht bedeutend anders als in vergleichbaren Titeln wie Titan Quest, trotzdem macht die Zauberei großen Spaß. Allerdings müssen die Jungs von Blizzard noch ein wenig an der Balance feilen, im Beta-Test ist der Magier zeitweilig übermächtig.